Ich heiße Sie herzlich willkommen bei unserem weiteren Infovideo. Wir hatten in der Vergangenheit ja schon berichtet über sogenannte gewerbliche Branchenbucheinträge. Heute geht es um einen weiteren solchen Eintrag und zwar heißt der www.lokale, da ist besonders darauf zu achten, nicht lokale mit C, sondern mit K geschrieben, -suche.com. Hier wird ebenfalls per Fax-Spam an die Gewerbetreibende ein Fax gerichtet, wo suggeriert wird, dass es sich hier um einen kostenlosen Standardeintrag handelt und man natürlich dementsprechend die vorgemerkten Daten ergänzen soll im Rahmen eines Korrekturfeldes. Insbesondere wird darauf hingewiesen, der kostenpflichtige Business-Eintrag muss schriftlich im Auftrag gegeben werden. So, auch wieder so eine Branchenbucheintragsfalle, weil auch da steckt das Detail oder der Teufel im Detail. Nämlich das Kleingedruckte ist besonders wichtig hier zu beachten. Hier läuft der Vertrag 3 Jahre und verlängert sich natürlich um ein weiteres Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf des dreijährigen Vertrages gekündigt wird. So, aber insbesondere jetzt die wunderschönen Gebühren. 998 Euro zuzüglich 19% Mehrwertsteuer pro Jahr. Dieser Branchenbucheintrag, die Rechnung dafür wird geltend gemacht durch die ASP Forderungsmanagement UG aus Berlin. Wir haben uns, nachdem uns diverse Gewerbetreibende angerufen haben, diese Branchenbucheinträge mal geprüft. Unter anderem haben wir begonnen mit der Seite Lokale, geben wir hier oben mal ein, www.lokale-suche.com. Das ist ja das Angebot. Schauen wir da mal drauf. Auf dieses wunderschöne Angebot. Ja, wo sind wir denn? Jetzt schauen wir als erstes mal in das wunderschöne Impressum. So. Es dürfte nicht verwunderlich sein, wenn dort auftauchen würde, wie bei anderen derartigen Angeboten, dass es sich um eine Firma, oder hier ist es sogar Eigentümer, ist der eingetragene Kaufmann Basarov Betbulatat in Kasachstan. Es wäre auch verwunderlich, aber wir haben etwas Besonderes. Wir haben zumindest eine Faxnummer angegeben. In einem sogenannten Bürohaus, Büro 18. Ja, wunderbar. Vielleicht erreicht auch den Herrn eingetragenen Kaufmann einer unserer Faxe. Tatsache ist bei der Geschichte, was anderes finden Sie nicht. Sondern, ja, vorne können Sie dann den Namen eingeben. Aber wir sind auch mal hergegangen und haben wahllos einen Gewerbetreibenden herausgenommen, wo wir mal prüfen wollten, was denn wirklich hier zu finden ist. Und dann sind wir hergegangen und haben mal einen Namen eingegeben, der angeblich mit dieser lokale-suche.com eingetragen sein soll. Und wenn wir jetzt schauen, wir finden ihn nicht. Wie verwunderlich. Woran kann das denn liegen? Da kann es natürlich auch hier lokale-suche.de gibt es, alles dergleichen, aber lokale-suche.com im Rahmen vom Branchenverzeichnis unter dem jeweiligen Gewerbetreibenden findet man nichts. Ja? Das ist auch nicht selten, wie wir das ja jetzt in der Vergangenheit schon gefunden haben, sondern es kann ein Hinweis dafür sein, dass lokale-suche.com noch gar nicht in Google in der Suchmaschine indiziert worden ist. Aber das würde dann auch dazu passen, wer hier die Forderung geltend macht. Nämlich, das ist die ASP Forderungsmanagement UG aus Berlin. Und wenn wir hier mal auf dem Firmengründungsdatum gucken, 26.11.2012. Also das heißt, die Firma existiert noch nicht einmal 4 Monate. Unsere Frage daher an ASP Forderungsmanagement UG: Ist die Firma explizit
für lokale-suche.com für diese Forderungseintreibung gegründet worden oder haben Sie auch noch andere Aufträge? Verbraucherdienst rät Gewerbetreibende darauf zu achten, wenn ein Fax-Spam in der Firma eingeht, ihre Mitarbeiter davor zu informieren, zu sagen, bitte nicht einfach eine Unterschrift leisten, denn in dem Büroalltag wird solche Sachen in der meisten Zeit nicht geprüft. Schnell hat man eine Unterschrift geleistet, das Kleingedruckte übersehen und schon hängt man in einem Vertrag. Ein solchen Vertrag, sie ist natürlich nicht möglich, einfach zu widersprechen. Denn das normale Widerspruchsrecht im Rahmen von Verbraucherverträgen ist hier nicht anwendbar, weil es sich hier um einen To-B-To-B-Vertrag handelt. Das heißt, Sie haben nur die Möglichkeit der Anfechtung. Das heißt, dieses sollten Sie auch nur erfahrenen Leuten überlassen, nämlich wie Verbraucherdienst, Rechtsanwälten und so weiter. Bitte achten Sie darauf, weil sonst müssen Sie sich mit ASB-Forderungsmanagement UG auseinandersetzen. Schnell ist ein Mahnbescheid gezogen. Schnell ist aufgrund der Hin- und Herschreiberei ein Schuldanerkenntnis gemacht. Ja? Und wenn eine Zahlung geleistet, macht in der Regel ein Schuldanerkenntnis. Also deswegen an alle Unternehmer nochmal Achtung vor solchen Angeboten. Warnen Sie Ihre Mitarbeiter im Unternehmen, dass sie explizit darauf achten sollen. Ja? Und Fax-Spams sollte man grundsätzlich ignorieren, wenn man nicht bereits ein Geschäftsverhältnis mit dem Absender unterhält. Hilfe finden die Betroffenen. Natürlich bei Verbraucherdienst e.V. Eine Mitgliedschaft kostet 15 Euro im Monat und das jederzeit sind wir für Sie bereit oder Sie können uns anrufen unter der Rufnummer 0201 176 790. Ein Tipp extra noch, solche Branchenbucheinträge, die sinnvoll sind und auch indiziert sind, kann man kostenlos bekommen bei Stadtbranchenbuch Ihrer Region oder bei Yellow Map oder bei Cycle. Ja, alles dieses ist möglich und dafür zahlen Sie keinen Penny. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören und Hinschauen.